Erica. Das ist kein Spielzeug. Das ist gefährlich. Okay, bist du bereit? Mama und ich haben uns vor vielen Jahren kennengelernt. An einem Ort namens Delphi House. Sie war Krankenschwester und ich war ein Arzt. Nachts haben wir uns Geschichten erzählt. Sie erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge, die nur sie sehen konnte. Ich erzählte von der Vergangenheit, von einer Priesterin mit einem Schmetterlingsmal, die ins Feuer blickte und die Zukunft sah. Ich sagte ihr, dass sie magisch war, so wie die Priesterin. Ich weiß, du bist auch magisch, aber du musst es mir beweisen. Wähle ein Foto, dein Lieblingsbild. Und nun schließe deine Augen. Konzentriere dich. Und nun beschwöre die Kraft der Priesterin. Finde deine Mutter wieder. Lass uns sehen, ob du dein Lieblingsbild findest. Siehst du? Magisch. Sie ist immer bei dir. Bitte vergiss das nie. Selbst wenn sie nicht hier ist, so ist sie immer noch ein Teil von dir. Sieh genau in das Feuer. Wenn du in dem Feuer die Zukunft sehen könntest, was würdest du sehen?
Brauchst du Hilfe? Miss Mason? Ich bin Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Darf ich? Ich gebe es auch zurück. Malst du sowas oft? Das ist griechisch, oder? Ein delphisches Epsilon. Woher wissen Sie das? Ich habe deine Akte gelesen. Ich musste das tun. Die Hand gehörte einem Mann namens Akel Johar. Er arbeitete im Delphi-Haus. Ich glaube, du warst mit deinem Vater dort. Es geht um meinen Vater? Der Fall deines Vaters ist nicht gelöst. Wir gehen von einer Verbindung aus. Er gründete das Delphi-Haus mit einem Mann namens Lucien Flowers. Dieser ist womöglich auch ein Ziel. Wir behalten das Delphi-Haus im Blick. Mit Personenschutz. Ich übernehme die Untersuchung ab jetzt. Dort ist es im Moment auch am sichersten für dich. Machen wahrscheinlich gerade Pause. Warte hier, ich gehe nachsehen.
Was machst du da? Leg das weg. Das ist nicht deine. Nein, hier steht nichts. Nicht ein Wort über sie. Ist gut. Das war reine Zeitverschwendung. Sie haben sie also gefunden? Ich hätte einfach hierbleiben sollen. Da waren Frauen. Und sie trugen Masken und sie... Ja, ich sehe mal nach. Vielleicht eine Art Therapie. Wer sind Sie? Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Dr. Ballard erwartet mich. Ich bitte um Verzeihung. Wir haben viel zu tun. Sergeant Blake, Rosa Ballard. Den Chief Inspector kennen Sie bereits. Sir, das ist Erica Mason. Tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen. Können wir irgendwas tun, damit du dich hier wohler fühlst? Ist schon okay. Ich weiß es zu schätzen. Na komm, ich zeig dir den Weg. Du erinnerst dich nicht an mich? Ich habe mit deinem Vater gearbeitet. Ich habe auf dich aufgepasst, als du klein warst. Sie kannten meine Eltern? Ja. Dein Vater hat mir viel beigebracht. Und deine Mutter war unglaublich. Brillante Schwester. So klug und witzig. Naja, wir sind da. Erkennst du es wieder? Mr. Steinbeck, der Nachtwächter, ist die Treppe runter, falls du irgendetwas brauchen solltest.
Sieh mal unter das Bett. Onkel Lucien hat was für dich. Sie wird dich beschützen. Schau auf den Arm. Sie ist genau wie du. Kirsty, du darfst helfen, aber nur, wenn ich dabei bin. Jemand muss auf dich aufpassen. Kein Putzen ohne Aufsichtsperson. Das nicht? Willst du mit mir vielleicht darüber reden? Hör auf, Toby. Ich versuche zu spielen. Lass sie in Ruhe. Wie du meinst. Hey, Todeswunsch. Komm her. Ignoriere sie einfach. Sie hat emotionale Probleme. Ich hoffe, du verreckst, Hannah. Was spielst du da? Das? Arie für Delphi von einem Typ. Keine Ahnung, ist sicher schon tot. Hier, setz dich. Ich will dir was zeigen. Siehst du den Teil? Ist leicht. 4 Noten. Bam, bam. Bam, bam. Ganz einfach.
Was ist hier los? Und der Rotz geht los. Nein, 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 kein Putzen! Kein Putzen ohne Aufsichtsperson! Kirsty! Kirsty! Schon gut. Sie hat recht. Sei so lieb und hol jemanden. Das war neu. Sie sagt, das war neu. Kirsty muss im Mittelpunkt stehen. Sie ist die Unschuld vom Lande, bis irgendwas geschieht, das ihr nicht passt. Und dann... Sofort aufhören! Erika? Sergeant Blake ist hier. Er erwartet dich im Büro. Rein! Mein Gott. Erika Mason. Du siehst aus wie deine Mutter. Letztes Mal konntest du kaum über den Schreibtisch sehen. Ich bin Lucien Flowers. Ich habe die Klinik mit deinem Vater gegründet. Bitte. Ich dachte, Sergeant Blake erwartet mich. Er ist ausgetreten, um zu telefonieren. Hast du gut geschlafen? Ist manchmal etwas unheimlich hier. Schon gut. Danke, dass ich hier bleiben darf. Dein Vater war ein guter Freund. Gern geschehen. Ich hoffe, es stört dich nicht. Aber ich habe was für dich. Es gehörte deinem Vater. Er schenkte es deiner Mutter zu ihrer Hochzeit.